Das ist ein harter Quarter. Bam, mit der Faust drauf. Wir holen Mädchen, jetzt hat er auch immer über rein. Da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hat es Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Aha. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Oh. Das ist nicht gut, was ich da gehört habe. Sie wurde als Bastard bezeichnet. Das ist nicht sehr gut. Ich muss mal kurz was machen. Moment. Oh, erstmal Füße strecken. So. Wir können direkt weitermachen. Gott sei Dank ist diese Hitzewelle vorbei, die letzte Woche war. Das war ja nicht mehr auszuhalten. 40 Grad in der Wohnung. Und dann, das hält doch kein Mensch im Kopf aus. Gucken wir uns jetzt ein bisschen. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Oh. Und ja. Ein Anruf. Sollten Sie rangehen? Ja, ich will ja nicht rangehen. Booker? Ich will nicht. Guck nicht so böse. Sie sollten wirklich rangehen. Ja, ich will aber nicht rangehen. Warum sollte ich? Gib mir einen Grund. Ach, okay. Ach, da ist das Telefon. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Oh. Uiuiui. Was hast du denn da für Posen gezeigt, mein Mädchen? Tja, der Mann hat ein Ego. Alles aus Gold. Das ist Fink. Den haben wir am Anfang schon gesehen, den Fink. Ah, jetzt geht's tief in die dunklen Gassen hinunter. Tiefer und tiefer. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen, speziell für die Fink-Arbeiter. Puh. Schwer aufgeschlagen. Ah, wir können endlich nach draußen gehen. Was ist denn hier los? Ace for what? Okay. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Wissen Sie,
Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Ah, komm, wir nehmen mal. Ah, wir haben ja schon alles voll. Auf jeden Fall nehme ich die Pistole. Ein Revolver. Ah, Fink MFG. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Uiuiui, hier ist es aber groß. Hier geht's ja richtig ab. Findet den Waffenschmied Chen Ling. Also ist das ein Chinese? Ein Chinese. Kommen wir hier rein. Knack mal auf hier. Ich steh schmiere. Da ist was drinnen. Hast du aufgemacht, Mädchen? Jetzt renn mir doch nicht immer in den Weg rein hier. Automatisches Speichern. Darauf habe ich gewartet. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Optional. Finde die Chiffre. Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Findet die Chiffre und dazugehörige Codebuch und verborgenen Schätzen frei. Das hätte man alles in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Ah, ich finde ein bisschen doof, dass die nicht ausgezeichnet sind, richtig. Also diese optionalen Quests. Ach, da hinten ist noch was. Komm aber so gar nicht hier drunter. Ah. Ein Schmied. Wir laufen ja ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil hier einfach so viele Sachen sind. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Ist er tot? Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe. Willst du mir nicht festnehmen? Ich bin kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Finkarbeiter. Und stolz darauf. Ich find's eigentlich ziemlich cool. Kann man hier was kaufen? Aha. Magazinvergrößerung. Komm, das kaufen wir einfach mal. 100%. Ich hab Geld gefunden. Hier. Danke. Wenn du noch mehr davon finden könntest, wäre es echt praktisch. Da könnte noch was sein. Bisschen. Aber wo kommen die Stimmen denn her? So. Sollen ja hier rein, aber ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umgucken. Ist alles abgesperrt. Ist auch alles gesperrt. Irgendwie geht die Pistole ab. Feuert die abnormal. Ah, geht alles auf den Schlag. Das finde ich natürlich richtig cool. Die geht ja voll ab, die Waffe. Ich wollte eigentlich gar keinen Stress hier anfangen. Aber wenn man sich hier nicht mehr umgucken kann...
Ja, dann müssen die halt leiden. Dann kann ich das halt nicht. Kann ich halt nichts. Da kann ich nichts für das. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Fertig. Seht ihr nicht, was die Vox Populi verkauft? Sie verkauft Träume. Und Träume sind nicht billig. Lockpick? Ja. Oh, ich bin gerade ein bisschen... Ah, Banane. Ah. Salz haben wir gefunden. Geh mal weg hier. Mädchen. Mal schon durchsucht. Ich will hier mal gucken, was hier so noch so ist. Booker David. Today. Hat der etwa was vor mit uns? Good Time Club. Ach so, weil hier ja Strom ist und so. Ich glaube, hier sollte man auch gar nicht sein. Es tut mir echt wahnsinnig leid, wenn ich so ein bisschen... komisch rüber... Ach so, das ist das hier alles so. So ein bisschen komisch rüberkomme, aber es ist halt so. Hinten sind die Salze, die ich noch haben will. Genau. So, wir gehen jetzt zu Shen Li. Ich hoffe, der empfängt uns auch so freundlich wie die Polizisten. Unzufrieden mit dem Lohn? Seid guten Mutes. Historiker berichten, der Maler... Ah, hier sind verschiedene Werkzeuge. Spritzen... Oh Gott, oh Gott. Diese Werkzeuge hier, ne? Danke. So, die erinnern mich ein bisschen an... Was soll ich sagen? An die Zeit, wo wir gerade sind. Also, Operation und so. Betritt die Waffenschmiede. Bereich verlassen. Die Waffenschmiede, es ist nun schwer vorstellbar. Okay, es ging zu schnell. Shen Lins Werkstatt. Wir sind endlich da. Silver Eagle? Haben wir hier hinten noch was? Ja, Konserven. In Gesundheit. Der sieht ja sehr schön aus. Dieser Ofen. Da kann man bestimmt die Hexe reinschubsen. Von Hänsel und Gretel. Und dann geht's da halt ab mit der Hexe in den Ofen. Brennt sie ab und... ist tot. Hab was drüber gelesen. Es ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Das sagt mir aber auch, dass Bioshock so ein bisschen ein Spiel ist, wo man noch was lernen kann. Also, das Spiel ist nicht nur ein Ego-Shooter, sondern man lernt auch etwas, sag ich mal. Auf Deutsch. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Wo genau kommt das denn her?
Von unten? Aber wo ist... Unten. Ja, dann sollte man mal runtergehen, aber... Da haben wir noch was. Ach, da steht die... Mrs. Lynn. Verzeihung. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lynn. Mr. Chen Lin? Okay. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Ah. Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ah, ich weiß schon, wo er ist. Wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Ja, jetzt geht's ab zum Good Time Club. Club. Den haben wir vorhin schon gesehen, ganz kurz. Die Plaza of Seal. Ich glaube nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Bla bla. Ja, und da hat's wieder automatisch gespeichert. Und was für so einen Good Time. Hey, das ist dein Lockpick. Da, dann habe ich gar nicht gesehen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Gut, da den muss ich sowieso nachher nochmal nehmen. Aber jetzt ist erstmal fertig hier. Wir sehen uns in der anderen Folge wieder. Bis dahin und ciao, euer Puddy. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ich bin ein bisschen durcheinander gewesen, die letzten Aufnahmen. Das kommt daher, weil ich einfach Hunger hatte und habe dann gegessen, ein bisschen Pause gemacht und das ein oder andere. Ja, und dann gehen wir in den Good Time Club in der nächsten Episode. Bis dahin und ciao.